So, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer nagelneuen Folge No One Survived. Mit Easy und mit mir. Easy hat heute etwas länger geschlafen, es ist schon 9:30 Uhr. Allerdings haben wir auch schon 41 Grad. Easy hat sich erstmal ein schönes Frühstück vorbereitet. Das wird sie sich erstmal quasi schmecken lassen. Und im Anschluss werden wir mal schauen, was wir heute machen. Wir haben Tag 33, das heißt, die nächste Hornnacht liegt an. Demnächst. Und bis dato werden wir noch ein bisschen die Zeit vertrödeln. Sowie, da wir die 30 Abonnenten voll gemacht haben, werden wir auch ein neues Tier in unserem, sag ich mal, Paradies begrüßen dürfen. In diesem Sinne, viel Spaß bei dieser Folge und let's go. So easy, lass es dir schmecken. Hast du schon eingepackt oder was, wo hast du das jetzt? Hast du runtergeschmissen? Du magst keinen Honig. Warum nicht? Magst du doch sonst auch? Ja klar, mag sie den Honig. So, das heißt, ach so, wenn wir das nicht ins Inventar packen können, können wir das nicht genießen oder wie? Tatsache. Dann holen wir doch schnell unseren Rucksack. So. Ein Schluck Wasser, ein paar Erdbeeren. Und einen reichhaltigen Eintopf. Lass es dir schmecken, Easy. Genau, ein Schluck Wasser dazu. Hier ist heiß. Ja klar, Easy. Wir können gleich für Abwechslung sorgen, beziehungsweise für gesunde Abkühlung. Naja, warum auch nicht? Ein Schluck Wein geht immer, auch am frühen Morgen. So, die Werte sind fast gut, würde ich sagen. Wir trinken noch einen Schluck. Na, was waren unsere Werte? Okay. Und für die passende Abwechslung, beziehungsweise Abkühlung, hat die Easy sich auch was ganz Spannendes gebaut. Ihr werdet das gleich sehen. So. Und zwar, Easy hat endlich ihren Sprungturm. So, Easy, was sagst du dazu? Jawohl. Ja, sie scheint Spaß zu haben. Nochmal? Na komm, einmal geht noch. Naja, sehr, sehr elegant. Genau. Wie gesagt, wir haben ihn uns an der Seite hingestellt, einfach mal um zu schauen, funktioniert das überhaupt? Ein bisschen Spaß muss ja auch sein bei diesem Spiel. Wie gesagt, Tisch und Stühle, das gefällt mir nicht so ganz. Vielleicht gibt es ja demnächst irgendwann im Update ein paar schönere Stühle oder beziehungsweise schönere Tische. Die Stühle gehen ja einigermaßen, aber wie gesagt, der Tisch ist komplett hässlich. Dementsprechend werden wir mal schauen, wie wir dann unsere Terrasse anpassen können. Und jetzt geht es erstmal weiter. So, wir brauchen aber trotzdem den Rucksack Easy. Wir können den Rest ja noch schnell rausschmeißen. Das mache ich mal kurz. So kurz etwas entleert, aber mir ist da gerade was aufgefallen. Wir haben doch noch einen zweiten Rucksack für zu Hause. Ups. Die Fertigkeiten müssen wir jetzt nicht lernen. Da sind wir ja so weit. So, vielleicht können wir den ja zwischenlagern. Wir hatten doch in unserer Schneiderkammer noch den anderen Rucksack noch, oder? Mal gucken, ob wir den dann zu Hause nutzen können. Ausrüsten, genau. Er wird zwar genauso warm sein und hat nicht so viel Platz, aber warum nicht? So, wir schauen mal nach unseren Tieren. Oh, wir müssen unbedingt Essen nachfüllen. Alle Tiere noch da, ja. Das dürfen wir nicht vernachlässigen, ne? So, Futter ist wieder aufgefüllt.
So, wir haben bereits zwei Schweine und zwei Schafe. Ziegen meine ich. Entschuldigung. Ja, beschwert euch. Ich habe mich doch verbessert. So, und dann würde ich sagen, dieses kleine Küken. Genau. Ist für unsere Abonnentenanzahl 30 sehr gut geeignet. Wir werden demnächst nochmal los, um diesen kleinen Küken natürlich auch noch einen Partner oder eine Partnerin zu besorgen. Erstmal schauen. Es ist ein kleiner Hahn. Oh, süß. Und wie ihr seht, das erwachsene Wildschwein, beziehungsweise das erwachsene Schwein, heißt Bodo. Ist mir letztens so eingefallen. Bibi und Bodo fand ich irgendwie ganz cool. Hat natürlich keine Bedeutung sonst. Aber wir haben dafür schon mal Namen. Wie gesagt, die Ziegen bekommen noch Namen. Und wo ist denn unser kleines Küken? Hier. Süß. Ja, du bekommst auch noch jemanden. Du bekommst noch eine Hennenküke. Was habe ich gerade gesagt? Eine Henne als Küken. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Tiere können wir denn hier reinpacken? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Bestimmt 8 Stück, oder? Na, schauen wir mal. So. Bibi und Bodo, kümmert euch bitte ein bisschen um das Küken. Ja, es ist noch ganz alleine. Ja, und ihr hört auf zu meckern. So. Was machen wir sonst heute noch Schönes? Wir können ja mal kurz in unsere Falle reinschauen. Ob uns da direkt noch was auffällt, was wir machen können. Oder ob wir was vergessen haben. So, die Lampen sind auch an. Waren die denn alle angeschlossen? Die sind soweit eingeschlossen. Den Sprit könnten wir noch nachschauen, ne? Mal gucken, ob wir überall wenigstens ein bisschen was drin haben. Und ob sie auch alle eingeschlossen sind. So, diese sind hier ja komplett voll. Die haben wir auch noch nicht angeschlossen. Würde ich sagen, wir fangen hier hinten an. 20 Liter. 20 Liter. 20. 20. 20. 20. Hier ist noch nichts drin. Also wir benötigen noch 4 Stück. Dann würde ich sagen, machen wir das gleich mal. Viermal Sprit, damit zumindest einmal durchläuft. Den haben wir ja Gott sei Dank noch, den Sprit. Haben wir hier auch noch was drin? Ja. So, das würde ich sagen, machen wir auch gleich zweimal, damit 20 Liter drin sind. Und schließen die natürlich auch gleich an. Dann können wir uns sicher sein, dass wir in der nächsten Hornnacht gut aufgestellt sind. So. Welcher war denn das jetzt hier noch? Der hier. Dann machen wir mal 20 Liter rein. Und verbinden. So. Und hier war es. Die drei waren das. So, verbunden. Dann komm, easy, noch einen kleinen Endspurt. Ja, ich weiß, du bist fit. Und auf Krawall gebürstet. Unser kleines Alcatraz. Dann werden wir die Falle noch verbinden.
So, dann würde ich sagen, haben wir alles. Wollen wir einen kleinen Testlauf wagen? Könnten wir eigentlich mal machen, ne? Da habe ich die Trink unterwegs einen Schluck. Soll es uns hier nicht umkippen. Immer dran denken, wenn es so warm ist, sehr, sehr viel trinken. Ist gut für den Kreislauf. So. Schauen wir doch mal nach. Moment, wir machen das wieder von hier oben. Eieieiei. Das sieht interessant aus. Das könnte lustig werden. So, wie gesagt, hier ist wieder alles aufgefüllt. Wir waren ja letztes Mal in der Army Base und haben uns ja die Taschen vollgepackt mit Munition. Dementsprechend ist hier auch alles drin, die komplette Bewaffnung. Damit wir dann, die Lampe ist aus, Gott sei Dank, gut vorbereitet sind für die nächste Runde. Ich denke mal, die wird in 2 Tagen sein. In der Zwischenzeit, oha. Ja, unsere Kartoffel ist verwelkt. Die auch. Und ich denke mal, die Kräuter auch. Schade. Haben wir vergessen zu gießen. Ansonsten, hier wächst ja wieder alles. Beziehungsweise ist auch schon gut fertig, oder? Genau. Was können wir denn noch Schickes machen? Hier wollten wir ja auch noch umbauen, ne? Wir wollten ja die Kühlkammer quasi... Mal gucken. Also, wenn wir das halbieren... Weiß ich gar nicht, ob das geht. So easy, dann sammel das mal wieder auf. Können die Rohstoffe sehr gut noch gebrauchen. Also wir brauchen nur 40 empfindliche Teile. Die können wir ja noch schnell suchen. Bibi oder Bodo? Einer von beiden. Geht bitte raus. Dankeschön. Schön, wenn sie antworten, ne? So, die Wärmetauscher. Ja, du musst den Bauch mal erst wegpacken, ne? So. Hier haben wir ja auch schon umgebaut. Ich habe den Apothekertisch abgebaut und diesen Tisch, das pharmazeutische, wie hieß es nochmal? Na, die pharmazeutische Ausrüstung, quasi von der Mitte hier reingeräumt. Somit können wir jetzt alles hier herstellen, was wir brauchen. Und diese Kiste ist noch über. Die kann dann jetzt auch mal weg. Die war ja nur, quasi dafür da, dass ich das Ganze etwas zwischenlagern kann. So, hallo Bam. Das Glas. Was haben wir noch? Gummi, Elektro. Ist ja schnell verräumt. Das heißt, hier ist auch wieder fast alles voll. So. Und natürlich noch ein paar Kabel. So, dann würde ich sagen, bauen wir die anderen Kühlschränke noch schnell fertig. Dann checken wir nochmal unsere Akkuwerte. Was? Ach ja, es waren noch ein paar mehr empfindliche Teile, ne? Naja, jeder Gang macht schlank und unsere Easy ist dann wieder in Topform.
So, 19 Stück waren das, ne, die gefehlt haben. Halt. Kühlhaus. Ist hier sehr viel Verdorbenes drin? Hier nicht? Okay. So. Wie gesagt, die Tiere sind versorgt. Ja. Hey, vier, wo ist das kleine Küken? Was machst du denn hier alleine? Geh mal da bitte zurück. Genau. Easy, die Tierflüsterin. Nur bei den Ziegen hat sie kein Glück. So, die Türen wieder zu. Überall bitte. So, wie gesagt, die Falle ist vorbereitet. Die Akkus wollten wir checken. Die sind fast voll. Das heißt, wir können hier noch mal ein bisschen was reinhauen. Hier ohne Probleme. Die Solaranlage oben auf dem Dach tut alles. Was haben wir denn jetzt hier noch drin? Können wir noch ein bisschen Sprit verballern? Genau. Dann ist der auch wieder weg. Akkuladestation. Mach mal bitte kurz erstmal die Falle. Schnell weg, ist sehr laut. So easy, was machen wir denn jetzt noch Schönes? Haben wir quasi zu Hause fast alles erledigt. Die Horde, ups, liegt ja noch nicht an. Obwohl, wir haben schon wieder abends. Wir könnten ja mal versuchen, gleich schlafen zu gehen. Dann schauen wir mal, ob die Horde nicht vielleicht schneller da ist als gedacht. Herrlich. Hier der Sonnenaufgang, da der Sonnenuntergang. Total toll. Machst du easy. Ah, kannst gar nicht genug davon bekommen, ne? Okay. Gut, dann würde ich sagen, die Easy legt sich erstmal ein bisschen hin. Wir sehen uns morgen früh wieder. Und schauen wir mal, ob da die Horde schon angreift. Bis gleich. So, die Easy hat natürlich einen ganzen Tag verschlafen. Wir sind in Tag 35. Aber heute ist Hordennacht. Das heißt, wir bereiten die Easy heute vor. Und dann schauen wir mal, was unsere neue Falle so macht. Also wie gesagt, dranbleiben lohnt sich. Wir benötigen noch den anderen Rucksack, genau. Hier ist ja jetzt nichts drin. Dann brauchen wir oben noch unsere Klamotten. Allerdings haben wir immer noch minus sage ich gerade, noch 30 Grad. Das kann wieder weg. Und die Sachen behalten wir jetzt einfach so. Für die kleine Waffe sind wir ausgerüstet. Wir wollen aber dieses Mal die großen Ballermänner, ne? Das heißt, das Scharfschützengewehr kann hier wieder rein. Die Waffe kommt auch erstmal wieder hier rein. Mal ein bisschen Ordnung schaffen.
das heißt, nehmen wir die mit hoch. Brauchen wir das Schrotgewehr eigentlich nicht, ne? Das heißt, wir lassen es erstmal hier. So. Ach, herrlich, so ein Sonnenaufgang. Was machen wir jetzt? Wir kümmern uns erstmal nochmal kurz um die Tiere. Gucken. Wir waren wieder fleißig hier. Mal ein bisschen sauber machen. 13 Liter. Und ein bisschen Futter. Na gut. So, dann guten Hunger, Jungs und Mädels. Werte sind super. Das heißt, wir rüsten die Easy noch ein bisschen aus und dann machen wir uns oben auf den Turm und warten auf die Horde. Und wie ihr es gewohnt seid, hole ich euch eine Stunde vorher, quasi um 18 Uhr, wieder mit dazu. Bis gleich. Noch nicht ganz 18 Uhr. Ist gerade 17 Uhr. Wir haben gerade den Tieren Bescheid gesagt, dass sie doch bitte in Sicherheit bleiben sollen. Ja, ja, easy. Schau dich mal noch um. Es wird schon nichts passieren. Okay. So, das heißt, wir müssen die Easy ausrüsten. Und natürlich brauchen wir jede Menge Munition. Müssen wir bloß aufpassen, dass wir da nicht überladen sind. Nicht, dass wir zur Not nicht flüchten könnten. Gewartet sind die Waffen, ja. Weiß gar nicht. Ups. Wieder mal falsch. Die Taschenlampe. Aber es wird ja nicht so dunkel. So, an den Schalter kommen wir rein. Genau. Die Frage ist, mit was Holz haben wir denn rein? Wieder mit dem großen Ballermann? Oder eher mit der kleinen? Ich würde sagen, wir nehmen erstmal den großen wieder. So, wir haben es gleich 18 Uhr. Und dann schauen wir mal, wie sich die neue oder aufgearbeitete Falle so schlägt. Wichtig ist, wie gesagt, dass wir wieder die Knallzombies, die grün leuchtenden, erledigen. Und das am besten schnellstmöglich. Alle anderen, das geht eigentlich. Auch der Dicke oder die Dicken, da sind ja mal mehrere dabei, sind eigentlich ganz gut zu machen. So, schauen wir mal, wie dunkel es wird. Zur Not stelle ich es euch wieder einen kleinen Tuck höher. Könnt man ja gleich mal machen. Moment. So ist jetzt auch nicht viel. Weil wir möchten ja die abendliche Stimmung nicht ruinieren. Aber vielleicht ein wenig. Nur lassen wir mal laufen. So. Wie gesagt. Und dann schauen wir mal in den nächsten Folgen, was wir so machen. Falls ihr da Ideen habt, haut es mal in die Kommentare. Dann schauen wir mal, ob wir da zusammen eine Lösung für finden. Ansonsten sagen wir jetzt ein klassisches Let's Go. Lass uns die Zombie-Nacht hinter uns bringen. So, komm, easy, mal ran. Damit die Jungs auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Und wo sie hin müssen vor allem, ne?
Mal schauen, von wo sie heute angreifen. Letztes Mal kamen sie ja von vorne. Das war sehr praktisch. Oh. Ach na, diesmal kommen sie von der Seite. Nicht gut. Wo wollt ihr denn hin? Da müsst ihr hin. Super. So, ist bisher schon einer durchgekommen? Nein. Was? Wo schlägt der denn rum? Dicker, hau ab. Ziemlich oft da vorne, ne? Du machst mir gerade ein bisschen Angst, Kollege. So, immer erstmal rein in den Haufen. Leer. Oh oh. Oh oh. Die sind durchgebrochen. Easy, warum lädst du denn nicht nach? Jetzt. Mal gut, sie werden gut abgehalten bisher, ne? Ganzen Haufen Krabbler hat's hier. 1, 2, 3, 4, 5, ne? Oh, ein bisschen was abmontiert haben sie uns auch schon. Bisschen Tontaum schießen. So, das war's, ne? Na gut, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Sperrpfeilen, die kaputt sind. Der Zaun. So, machen wir aus. Wir gehen mal runter. So, das heißt also, wenn sie von der Seite kommen, wird es arg kritisch hier, ne? Der war noch über. So, ansonsten würde ich sagen, alles andere. 10 Liter Verbrauch. Bis da vorne die eine Sperrfalle, mit der ich ja gerechnet habe, dass sie mir oder sie uns die abreißen. So, ansonsten die Wände sehen relativ gut aus. Ja, ich sag mal, viel Schaden ist jetzt nicht dran. Also kann man alles reparieren, ne? So, wie gesagt, nur hier hinten müssen wir jetzt neu aufbauen. Wieder zumachen.
Aber ich denke mal, das ist kein Riesenaufwand und mal schnell an einem Abend erledigt. Okay. Wie sie, dann würde ich sagen, wir gönnen uns ein Abschlussweinchen. Haben wir es denn immer noch so warm, ja? Das heißt, das machen wir draußen auf der Terrasse. Munitionstechnik ging es jetzt auch. Da müssen wir jetzt auch nicht so viel neu besorgen. So, easy, dann lass es dir schmecken. Okay, und wie gesagt, Easy und ich sagen liebevoll Bye-bye. Wir bedanken uns fürs rege Zuschauen und hoffen, euch in einer der nächsten Folgen natürlich wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, macht's gut. Bye-bye.